Hallihallo liebe Leute draußen, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mega Man 2 für den NES. Und ja, das letzte Mal haben wir Bubble Man und Quick Man ganz flux besiegt. Und ich würde mal sagen, wir setzen uns heute an Flashman und Crashman. Und als erstes Flashman. Weil Flash und ja. So. Na komm, ich bin ready, genau. So, das, der Special League an der Flashman Stage ist, wie man schon sieht, die ist ziemlich glatt. Allerdings kann man diesen Glätte-Effekt kurz, ganz einfach austricksen, indem man es einfach dann ganz kurz hochspringt. So. Okay. Alles klar. Au. Du bist schon wieder da? Verdammt, da komme ich nicht lang. Ich muss also ganz unten lang. Hm. Da unten ist Energie. Au. Okay, ich muss ein bisschen erstmal wieder hereinkommen, weil ich cool bin. Kapiert wegen cool sein und Flashman Stage, weil es so kalt ist. Der war scheiße. So. Au, das war nicht nett. So. Da oben ist ein Leben, ich will leben. Verdammt, da komme ich nicht hin. Verdammt. Oder? Nein? Ich habe mein Geld zurück. Kann ich dich eigentlich von hier aus treffen? Jo, tatsächlich. So. Alles klar, und da geht's auch schon weiter. Wo kommen wir hin? Zu einem Jumping Sniper Joe. Nein, die haben einen anderen Namen. Ich nenne die erstmal so. Weil es tatsächlich ein Sniper Jo ist. Verdammt. Ich komme mit dieser Glättesteuerung nicht wirklich klar. Die Stage killt uns, Leute. So. Nein! Du hast Energie und ich komme erst recht gar nicht dran. Waffenenergie, die ich nicht brauche. Kann ich hier irgendwie. Nein, ich komme da gar nicht hin. Ne? Nein, verdammt. Okay. Bin ich jetzt cool? Bin ich jetzt richtig gegangen? Ah, cool. Da kommt dürfte er, glaube ich, nicht vorbeikommen. Haha. Das ist ein Loser. Und der Sniper direkt immer seinen Kopf weg. Au. Ja. Da wollte er immer gerade sagen, ja, er ist jetzt der Loser. Ich will da runter. Oh Mann, ich kann nicht einmal in einen Abgrund runterspringen. Und ich will Mega Man spielen? Ja, das will ich. Weil ich cool bin. So, und was bekommen wir jetzt hierfür, dass wir hier oben lang gestuntet sind? Ein E-Tank! Ein E-Tank. Cool. Nein, nicht cool, ich komme da nicht vorbei. Mama. So, aber jetzt hier. Und. Das geht doch nicht. So, jetzt aber. So, Sniper Jo. Wow. Der lässt ein bisschen Energie fallen, aber da komme ich nicht ran. Okay. Ich nehme es zurück. Ich bin da doch dran gekommen. Hey Hund, da kommt gerade nämlich zur Tür rein. Schon wieder. Wo kommt ihr alle her? Oh, große Energie. Großartig. Das ist cool. Und da sind wir auch schon beim Boss. Der großen, fetten Dr. Wily-Tür. So, und nur sliden wir hier erstmal in den Bossraum rein. Und ich weiß gerade nicht die Schwäche von ihm hier, von Flashman. So, wir können es ja mal ausprobieren. Der Quick Boomerang. Ich probiere es mit dem Quick Boomerang. Nee. Überhaupt nicht. So. Was haben wir noch für Waffen? Ich glaube Metal Blade, ne? Oh ja, Metal Blade. Hm. Eigentlich wollte ich die Waffen ja erst nachher nochmal zeigen. Und ich wollte ja eigentlich alle Buster, die Bosse alle Buster only killen.
Okay, kann ich nachher auch nochmal machen. Also, get equipped with Time Stopper. Ja, der Time Stopper. Ja. Oh, eine Message from Dr. Light, unserem Erfinder. Für die, die es vergessen haben sollten. So, oh cool, was bekommen wir? Item 3 completed. Wir haben unser erstes Upgrade bekommen. Get your weapons ready. Ja klar, alter Mann. Get equipped with... Ja, was denn jetzt? Item 3. Achso. Ja, wie sieht denn das Passwort dafür aus? Passwort? Passwort? So. Passwort. So, und das bekommen wir. Aha, so sieht das Passwort aus, für die, die es gern wissen würden. Und da geht's auch schon weiter. Ja, okay, gut. Wir kommen heute irgendwie verdammt gut durch, ne? Also Flashman ging jetzt ziemlich flashig. ja, okay. So, Crashman. Und ich erinnere mich, dass der konnte einerseits der Ali sein, andererseits konnte aber auch sehr einfach sein. Crashman, so. Oh, da war der mit der coolen Stage-Mucke. Und da sind ein Haufen Tellies. Geht mir alle aus dem Weg, ihr seid sehr nervig. Und mal kurz nachgefragt, aber wir sind jetzt nicht einmal gestorben, oder? Also bis heute noch nicht, zumindest. Das kann sich aber sehr schnell ändern, wenn ich... Ja, das wollen wir auch sehr schnell ändern, offenbar. Wie ich mich hier gerade anstelle... ja. Egal. Au. So. Telly ist egal. Und da haben wir unseren... einen weiteren Freund, den war eigentlich aus... Der ist eigentlich, glaube ich, in fast jedem Megaman-Spiel wieder vorgekommen. Ein Metul. Habe ich das richtig ausgesprochen? Metul? Oder einfach nur Matt. Wie Matt-Wurst, ne? Oder Igel-Matt. Habt ihr schon mal so eine Matt-Torte gegessen? Müsst ihr unbedingt mal machen. Richtig, richtig geil. So. Was haben wir hier? Ein riesiges Werbeposter. Ohne Werbung. Ohne Werbeposter. Nur das Gestell. So. Nein, wir haben hier diese komische, lustige Plattform. Und das soll jetzt erstmal nur ein... quasi ein Tutorial sein, was jetzt noch kommt. Denn da, zack. Das kann nachher nochmal richtig schön nervig werden. Und wenn ich richtig schön nervig meine, meine ich auch richtig schön nervig. So, alles klar. Und ja, genau sowas meinte ich. Hallo Freunde, komm mal her. Komm mal her. Nein, Mega Man. Okay. Ach, Leute. Ach, da unten liegen die schönen Sachen. Und ich komme nicht dran, Mutti. Ich will die schönen Sachen haben. Ich will sie aber haben. Ja, ist ja gut. Und zack, da geht's auch schon hoch. Moment mal. Die Stelle kommt mir bekannt vor. Ich habe die Stelle schlimm in Erinnerung. Sehr schlimm. Wenn es die ich denke, die es ist. Na gut, schlimm war sie nicht, aber die war verdammt nervig. Oh ja, die war nervig. Denn hier seht ihr gerade jetzt gerade gar nichts. Wir klettern einfach weiter hoch. Wir lassen uns durch dieses gar nichts nicht stören. Dort haben wir einen weiteren Match. Komm, geh hoch. Luca, oh. Und das meinte ich mit nervig. Denn wir dürfen jetzt die ganze Zeit hochklettern und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und wieder und die ganze Zeit so weiter. So. Na, ah, cool. Mich noch gerade so gerettet. So. Energie, lassen wir jetzt mal energieig sein. Und es wird langsam dunkler. Au. Okay, gut. Ich weiß nicht, warum Mega Man auf einmal da abgesprungen ist von der Leiter, aber ich weiß gerade auch nicht, welche... Nein!
Ach, ja, genau, das war eben diesen komischen Vögeln. Echt schräge Vögel hier. Okay, wir sind langsam in the space und langsam erinnert mich das schon an Action 52. Nein, das war eine Schande, was ich da gerade gesagt habe. Mega Man erinnert generell nichts an Action 52. Mega Man ist nämlich cool und Action 52 ist es nicht. Hätten wir nochmal eine große Energie? Au. Hm. Wusstest du, dass du nervig bist, mein Herr? Egal, er hat eine große Energie fallen lassen. Nein! Nein! So, der Freak. Und die komischen Vögel. Ja, ist ja gut. Ja, diesmal lässt er nichts fallen. Aha, vielen Dank, du Assi. Ein E-Tank kriegen wir immerhin dafür. Ich fühle mich gerade ehrlich gesagt ein bisschen verarscht. Moment, was haben wir eigentlich als Item 3 bekommen? Das können wir uns jetzt mal kurz angucken. Ach, das war ja das. Genau, es war eine Plattform, die man an Wänden anbringen konnte. Und dann konnte man die Wände hoch sliden. Irgendwie. So. Wir klettern nochmal runter. Ne? Okay, wir lassen uns einfach so fallen. Lassen uns fallen. Und lassen uns weiterfallen. Und hier gab es, glaube ich, irgendeinen Glitch, sodass der Vogel nicht auftauchte. Wir wurden von Vögelchen verprügelt. Nein! Okay, ist nicht schlimm. Das kann jedem mal passieren, dass er jeden Tag von Vögeln kaputt gemacht wird. Und nein, der Matt ist wieder da. Ich will nicht. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen aufgedreht, dass die daran, dass ich gerade 4 Tassen Kaffee getrunken habe. Warum weiß ich nicht? Ich hatte einfach gerade Bock dazu. Warum? Ich muss gerade unglaublich viel labern. Und das ist ganz gut, oder? Das ist doch gut, Leute. Oder? Oh Mann, ich bin so aufgedreht gerade. Oh Mann, hyper. Nein, du Assi. Und wir klettern wieder hoch. Mami. Mach, dass das Ding da weggeht. Der ist kacke. Los, mach die Luke auf. Ah, cool, danke. So, jetzt wissen wir ja, wo lang diese zweite Leiter. Ach ja, danke, du fetter Matt. Mann, ist wirklich Matt Schulz? Das sieht mich ziemlich Metroidig an. Haha, sind die Vögel wieder lustig, ey. Oh Mann, sind die lustig heute. Die haben wieder einen Clown gefrühstückt. Seht ihr, wie ich lache? So, der lässt da sein... Warum laufe ich dann noch in ihn rein, wenn er sein Ei da sowieso fallen lässt? Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht erklären. Geht alle weg. Nein! Ich glaube, von Boss nehme ich nochmal einen E-Tank, oder... Und grad, wie viel Leben haben wir eigentlich? Aber wir haben 2 E-Tanks. Wir haben kein Leben mehr. Ich nehme vor dem Boss nochmal einen E-Tank. Dann muss ich diese Stage nie wieder sehen. So. Hallo. Ich würde... Tastatur, bitte! Ja, ich sollte mir wirklich einen Controller zulegen, also ein Gamepad. Und hier können wir mal gleich gucken. Gerade mal gucken. So. Wie das Item 3 hier auf das hier Ganze wirkt. So. Na, oh cool. Und wir bekommen das Leben. Cool, oder? Dafür wurden wir von diesen komischen Propeller... Affenviechern, es sieht aus, als hätten die Affenköpfe. Findet ihr nicht? Wurde von denen ziemlich verprügelt. Ah, ja, gut. So, wir sind hier safe.
Ich versuche den Typen erstmal so platt zu machen, weil der dann ein ziemlich einfaches Muster, der Freak. Crashman! Es ist Crashman mit den Crashman-Bomben. Au. Er hat uns kaputt gemacht. Merlin, der Typ hat uns gerade kaputt gemacht. Dafür treten wir jetzt in den Arsch. Also der Hund ist gerade hier wieder hier, ne? Ne? Ist mich vorhin... Habe ich das nicht vorhin gesagt, dass er in mein Zimmer gekommen ist? Egal, also. Eigentlich eine sehr einfache Strategie. Und zwar, wir müssen weglaufen, schießen. Au. Und... Genau so ist seine Strategie. Jetzt habe ich sie da raus. Es kann jetzt etwas dauern. So nur ein paar tausend Jahre. Aber das ist halt die Crashman-Strategie und ich nehme E-Tank lieber. Alles klar. Und ich glaube, der war nicht gegen den... Der war einer von wenigen, der nicht hiergegen allergisch war. Oder? Nein. Das bringt gar nichts. Ah, ich glaube... gegen Quickman war das Ding sehr effektiv und ich habe gerade alles verbraucht. Oh Mann. Das war sehr heldenhaft. Na gut, eigentlich gar nicht. Ich muss gerade gucken, was ist seine Schwäche. Das gibt's doch nicht. Nein, ich krieg das mit Leaf-Schild nicht hin. Dann war's, glaube ich, der Quick Boomerang. Boomerang. So. Hat er ihn getroffen? Naja, es macht nicht wirklich Schaden, ne? Und was ist das hier? Nein. Ich hasse den, obwohl er eigentlich verdammt einfach ist, eigentlich. Nein, geh doch weg, Junge. Nein! Ja, Game Over. So, kann Continue natürlich. Okay, Leute. Wir gehen nochmal kurz zur Boss-Tür hin, nachdem die Tellys hier weg sind. So, alles kein Problem. Wir haben unsere E-Tanks zwar zum Fenster rausgeworfen. Nur allein aus dem Grund, weil ich gucken wollte, was gegen was der Freak allergisch ist. Ja, was machen wir denn da? So. Gehen wir mal hier hoch. Und dann sind noch da Tellys. Und da ist noch einer. Ich bin gerade total abgedreht. Ich weiß nämlich nicht, warum ich das mache, warum ich so komisch rede. Ich habe einfach gerade Lust dazu. Ich werde jetzt von Tellys verprügelt. Komm mal her. Alles bloß deine Schuld. Danke. Alles klar, jetzt ging's ja. Ich meine, natürlich. Jetzt ging's natürlich. So. Komm her. Los, Luke auf. Au. Das meine ich damit eigentlich nicht. Au, ich meine das immer noch nicht. Ich wollte nämlich nicht getroffen werden. Schön, Dunklarsch! Entschuldigung. So. Hier wieder dieses komische Dingensgedöns. Und ihr gebt mal alle gepflegt zur Seite. Und wir klettern hier hoch. So. Da kommen schon alle beiseite.
Wenn die nicht da sind, ist es so herrlich ruhig irgendwie. Also nicht ruhig, sondern nicht ruhig im Sinne von still, sondern dass es angenehm ist hier, dass es so gegnerleer ist. Das ist angenehm und schön und angenehm. Habe ich schon erwähnt, dass es angenehm ist und schön? Ich glaube noch nicht. Deswegen sage ich es nochmal, es ist angenehm und schön. Ja, der Kaffee macht sich sehr bemerkbar bei mir. Denn ich trinke für gewöhnlich nur 2000 Kaffee am Tag. Und das ist nur morgens. Und, ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen sehr hyper, overhyped. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde es cool, dass der Typ uns große Energie gegeben hat. Eigentlich wollte ich sagen, ich weiß nicht, warum ich gerade so abgedreht bin, aber egal, es hat so schön reingepasst. Oh Mann. Jetzt passiert wieder so viel und jetzt kommt wieder der Matt, der uns nur ärgern will. Aber wir immerhin haben wir dafür eine coole Musik. Das ist eigentlich was also die Spieleentwickler häufig machen. Wenn da irgendeine Stage, wenn du da irgendeine Stage hast, die total Grotte ist, dann bauen die immer ziemlich coole Musik ein. Eine. Okay, Mega Man hat nur coole Musik. Aber das ist auch sehr oft bei Donkey Kong Country der Fall. Generell die Musik davon finde ich schon ultra geil. Aber bei den schweren Stages ist die Musik so unglaublich genial. Das finde ich aber eher weniger genial. Ich finde das eher kontraproduktiv. Ha, da war schon wieder kontraproduktiv. Okay. Los Leute, singt mit mir mit. Kann man den nicht irgendwie ein bisschen austricksen oder so? Kann man bestimmt. Ich probier's mal. Los. Look auf. Aha, so macht man das. Ich habe davon auch schon mal, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe in einer Folge, aber ich habe hier schon mal einen No-Hit-Run gesehen. Also, oder so ein, auf jeden Fall ein Skill-Run. Und das fand ich schon so ultra heftig. Der Typ ist nicht einmal gestorben, der das gemacht hat. Hat sich nur bei den Bossen treffen lassen. Und, das ist schon extrem geil, du. Nein, aber große Energie. So. Die blöden Mistvögel. Okay. Dich kill ich jetzt einfach nur aus Prinzip. Weil du es verdient hast. E-Tank oder nicht? Nee, lass ich mal. Oder? Ich gucke gerade auf die Uhr und sehe, dass es langsam Zeit ist, aufzuhören. Eigentlich weiß ich gerade gar nicht genau, wie weit ich bin, weil ich habe am Anfang nicht wirklich auf die Uhr geguckt. Ich habe nur halb drauf geschielt. Und ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt so langsam aufhören sollte, denn wir nähern uns, glaube ich, schon wieder den 20 Minuten. Obwohl das nur 15 Minuten sein sollten. Okay. Aber Crashman? Crashman machen wir jetzt noch, auch wenn es jetzt 10.000 Jahre dauert. So. Okay. Das Blöde ist, Crashman ist gegen seine eigenen Bomben immun, natürlich. Und jetzt geht das auf einmal. Und das ist die ganze Taktik. Man muss einfach nur dieses Muster beibehalten. Dann ist da eigentlich überhaupt kein Problem. Und irgendwelchen Eindruck, dass es jetzt gar nicht mal so... Der ist okay. Ich habe gerade Mucks gemacht.
Okay, da wurde er getroffen und wir haben natürlich, wie soll es auch anders sein, gesiegt. Ich sehe gerade meine Spiegelung im Fenster und muss sagen, ich sehe echt blöd aus wie so ein Hippie-Band auf der Stirn. Das ist cool. So, get equipped with Crash Bomber. So, mit dem Crash Bomber kann man jetzt einige bestimmte Wände kaputt schlagen. Und das ist doch cool, oder? So, Passwort. Wie sieht das Passwort aus? Aha, so. So, für die, die sich vielleicht notieren möchten oder so. Und ich würde nur sagen, wir legen mal weiter. So, Starge Select. So, als nächstes hätten wir dann nur noch Airman und Heatman. Und ich hoffe mal, wir bekommen das nächste Mal dieses eine besondere Item. Also, dieses eine besondere Upgrade, von dem ich gesprochen habe. Denn ansonsten wird die Heatman Stage ja sehr lang dauern und sehr nervig werden. Okay, bis zum nächsten Mal, Leute. Alles klar, Leute. Ich sage an dieser Stelle, ciao, Leute, das war's für heute. Tschüssi, Gasowski-Kinders. Bis dahin, euer Martin. Ciao.